Wir sind wieder da in einem unglaublich packenden Spiel Panky Dortmund gegen TuS Koblenz. Wenn wir gewinnen, die Konkurrenz wieder mal patzt, könnten es unter Umständen nur noch 4 Punkte sein. Möchte ich nur mal so anmerken auf Platz 1. Vielleicht klappt es doch noch. Wie gesagt, wir sagen es immer wieder. Wir glauben selbst nicht mehr wirklich dran. Rechner schreiben wir natürlich noch die Chance. Praktisch kaum, aber wir werden sehen, was die Saison sonst noch so bringt. Richtig. Sie hatte einige Überraschungen auf Lager. Wir können ja ein kleines Review machen quasi. Am Anfang bitte verschon uns. War Lotte wirklich sehr gut. Ja. Wo stehen sie jetzt? Am Anfang war Wiedenbrück, also bis vor ein paar Spieltagen wirklich sehr gut. Und wo stehen sie jetzt? Tja, am Anfang waren wir ganz gut. Ja, wo stehen wir jetzt? Und wo standen wir damals? Wir haben uns ja wieder hochgekämpft. Wir standen ja wirklich im unteren Mittelfeld. Eine kurze Zeit lang. So, Olter ist durch. Olter trifft 1-0. Erste Minute. Ist das geil oder was? Ist das geil? Geile Sache. Der Mann ist in Topform. Und der hat mittlerweile auch eine Stärke von 60. Ich habe es im letzten Part gesagt. Und ich sag's nochmal. Because I can. Also, ja. So macht das Spaß. Das war der schlechteste Tabellenplatz, den wir hatten. Ich glaube 11, oder? Ich meine auch. Ne? Ja. Und da muss man ja überlegen, von 11 wieder auf 5. Wir haben uns mit der Möglichkeit gefangen, sogar noch auf 1 zu schielen, ne? Die Möglichkeit besteht, aber Essen führt. Bayern führt. Gut, aber Essen ist egal. Das können wir aus eigener Kraft schaffen. Ja, das stimmt, aber trotzdem, es geht darum, dass Bayern auch führt. Ja. Ist auch nicht so. Das ist natürlich beschissen. Boah, da wurde Thompson hart umgenietet, zu Recht der Freistoß, fast vor der Mittellinie, obwohl das Foul fast am 16er war. Ach komm, den musst du direkt schießen. Wie? Thompson, was war das denn? Thompson mit der Möglichkeit, muss leer Pfosten! Ach, schade. Auf alle Fälle ist auch Bruce Donnell... Trier führt. Mhm. Auf alle Fälle ist auch Bruce Donnell und Nick Gluckleck, das Bajor 04 Leverkusen 2 führt, ne? Muss nicht sein. Nee, das findet er auch nicht toll. Dann zeigt er das auch nochmal. Ja. Ich finde das nicht toll. Look at my fist. Ich finde das nicht toll. Kaminski auf Olthoff, aber gut geklärt diesmal. Und jetzt die Kontermöglichkeit. 2 gegen 3. Gut geklärt von der Defensive des Panky Dortmund 11. Mir macht es im Moment auch wieder sehr viel Spaß. Bei der Niederlage war so ein kleines Down auch in der Stimmung. Aber im Moment. So über Down, wir waren so geknickt. Jetzt haben wir uns, wie wir es gewöhnlich machen, wieder überall Blut gespritzt. Aber im Moment kann man sagen, cool und geil und was man auch alles sagen kann. Es ist Electrify. Schön, von Kretschmer umgewendet. Jetzt die Konterchance, aber nee. Da wollen sie nicht. Da passt The Tuskoblenz, würde jetzt Bruce Donnell sagen, auch gut auf. Wie Bier. Aber wir verlieren auch im Mittelfeld jetzt schon schnell die Bälle, das muss nicht sein. Havel ist durch. Lattenkreuz. Da ist mir das Herz in die Hosen gerutscht. Thompson ist durch. Knapp am Tor vorbei. Der hat auch schon lange nicht mehr getroffen, wollte ich sagen, weil der beim 4-0 ja getroffen. Ja, eben. So lange. Thompson, ich finde das nicht in Ordnung. Du hast wirklich lange nicht mehr getroffen. Du musst es langsam wieder treffen oder ich sortiere dich aus. Aber du bist keiner. Von daher bleibt sowieso. Two games without a goal. That's not good. Goal? No, not at all. Und wieso sprechen wir Englisch? Ja, wir sind Bruce Daniel. Wir wollen mehr Publikum, wir wollen auch die Engländer zu uns holen. Und die Amis vor allem, die natürlich wissen, dass es das Spiel Fußballmanager gibt, die lieben ja auch so sehr Fußball. Bitte? Wuppertal führt auch. Ja. Das heißt, alle führen momentan. Ah, das ärgert mich ein bisschen. Da spielt das Glück nicht mit bei uns. Aber das ändert die Stimmung. Tor. Und guck dir mal die Stimmung von den Pappfiguren an. Die sind am Austicken hier. Das sind keine Pappfiguren, das sind Fans. Hallo, wir spielen heim. Naja, es waren immer zu Hause Pappfiguren. Auswärts waren es doch immer Fans. Nee. Wir haben doch immer die Pappfiguren. Nee. Wir haben Fans. Wir haben wahre Fans. Aber die kleiden sich gleich. Ja, lass sie doch gleich kleiden. Das ist halt hier die Fankleidung. Wir haben nur Zwillinge unter den Fans. Und Drittlinge, Vierlinge, Fünflinge.
Wir sehen anhand der Statistik, dass wir 8 Küsse aufs Tor abgegeben haben. Koblenz 3 und wir 3 Küsse aufs Tor. Hochverdient momentan die Führung hier nach der ersten Halbzeit. Klicke weiter, Mann. Nee, RWE spielt unentschieden momentan. An denen sind wir auch vorbei. Nur ärgerlich halt, dass Wuppertal gegen Wiedenbrück, Leverkusen gegen Lotte und Trier gegen Lautern. Aber es ist noch alles aufholbar. Also können wir durchaus noch Schützenhilfe erwarten. Ich erwarte sie auch. Schließlich haben wir ja auch gegen die verloren in der Rückrunde, ja. Das, wen hast du gelobt? Wer war das? Dass die ganze Mannschaft sich fragend angeschaut hat? Ich glaube, das war irgendein Rizzi, glaube ich, war es. Loben. 2-5. Und dafür loben? Da müssen wir uns aber erstmal fragend anschauen. Puttkammer holt Habel von den Beinen, aber der Schiedsrichter sieht das nicht als faul und so, läuft das Spiel weiter. Also in meinen Augen ist Puttkammer auf dem Niveau von Hummels. Ja, er ist spielt das ist unter Hummels. Ja. Jetzt sieht sie mit dem Freistoß. Kam nicht ganz durch. Abseits. 1, 2, 3, 4, 5 Spieler von uns standen im Abseits. Das geht ja eigentlich noch. Ja gut, aber das ist der Assistent, der gesehen hat, ne? Ja, Respekt. Also, das war nicht einfach. Und jetzt gibt's auch Gelb. Jetzt reicht's. Schalke führt im Essen. Ich doch nicht. Ich, cool. Ich doch nicht. Ich sei ein Italiener. Jetzt der Falsch aus gefährlicher Position, aber puh, übers Tor. Boah, muss Lee von die hinten von den Beinen geholt. Gut. Das muss jetzt aber mal eine vernünftige Karte geben. Gibt's das auch. Koblenz aber auch mit einer guten Quote. Wenn es hier die rote Karte gibt gegen Johannes Grober. Du kannst zu Hause gehen. Freistoß. Ja, aber komm, der ist auch von hinten in den Mann gegangen. Mit gestreckten Beinen. Das ist einfach rot. Naja gut, ich möchte aber immer noch erinnern, dass das nichts gegen das Foul ist, was damals an Oltorf ausgeführt wurde. Das stimmt, also das war eh das Schlimmste. Nicht im Entferntesten. Und dafür gab es nun Gelb. Also da war das hier nichts gegen. Da fehlt die Relation irgendwie. Kriegt den Ball vor die Füße, muss aber mit dem linken Ausriss schießen. Hat er sich gedacht, zaubert er ein bisschen. Aber das fand ich auch schon grenzwertig hier. Das Vorgehen an Oltorf. Ja. Ich hätte gepfiffen, 11 Meter. So, Märtchen jetzt bringe ich einfach mal, ich riskiere das. Ja. Moslier lasse ich drin, der hat... Der ist in der Blüte seines Lebens. Ja, komm, Strobel hier für Kretschmer. Das dürfen wir eigentlich nicht mehr aus der Hand geben. Patrick Strobel. Oltorf ist durch ist und Oltorf war im Abseits. Aber der lässt ihn erstmal schön rennen. Erstmal schön rennen. Der lässt natürlich erstmal laufen, ja. Bayer macht es 0-3 durch Hirsch. Schade. Ja. Keine Schützenhilfe. Und heute hatten wir wirklich die Chance, weil alle Top-Mannschaften auch gegen andere Top-Mannschaften gespielt haben. Außer Trier. Na, du kennst dich ja aus. Also siehst du, man kann sich auf keinen verlassen. Nee. Nee. Essen Ausgleich. Diese Judasse, oder? Diese Judasse. Meinka ist durch, war das Abseits? Nein, war kein Abseits. Flanke, aber Jalcin ist da. Gute 20 Münzen noch. Dann war es das. Aber ich denke mal, den Sieg haben wir auch hier wieder in der Tasche. Strobel schießt Kabel an, damit ist eine gefährliche Chance entstanden. Lass den Strobel aus dem Spiel. Der schießt beim Klären Havel an, das muss nicht sein. Bei Kretschmer wäre das wieder in Ordnung gewesen, ne? Wiedenbrück hat kann passieren. Dann hätte er gesagt, ja. Dann hätte er gesagt, gar nicht. Kann passieren, ne? Keine Ahnung. Was? Dann hätte er gesagt, kann passieren, wenn das Kretschmer passiert. Das kann natürlich passieren, aber bei Strobel ist das ein No-Go. Also, das... Ja, du redest doch in so großen Tönen von ihm. Dann erwarte ich auch einiges von ihm. Ich habe eine hohe Erwartungshaltung. Ich lobe nicht seine Spielerfähigkeit, ich lobe lediglich seine Beliebtheit. Auch beliebte Menschen kann ich ja wohl erwarten, dass die vernünftig spielen. Wuppert Ausgleich! Wiedenbrück gleicht aus! Yes, Mann! 87. Spielminute, Schützenhilfe gibt's doch noch wenigstens in einem Spiel. Zwei Spielen, Essen ist ja auch unentschieden. Stimmt, ich hoffe aber wenigstens, dass in Trier noch ein Tor fällt. Gegen Trier. Bin ich schlecht. Aber sieht nicht so aus. Da habe ich jetzt auch nicht drauf geachtet. Ich glaube, es ist immer noch das 1-0, ne? Moslee. Ah, verrennt sich da.
Strobel Abpfiff, ändert nicht, oder? Abpfiff. Freistoß. Schön geklärt von Nicht-Strobel, das weiß ich. Rizzi, Strobel lässt Havel durchlaufen und da kriegen wir tatsächlich noch das Gegentor. Also das muss nicht sein, das finde ich überhaupt nicht gut jetzt von Patrick Strobel. Ich möchte, wir schauen uns den Fehler jetzt nochmal an. Da links, Patrick Strobel läuft nur nebenher und da ist Bier natürlich ohne Chance. Was will man da machen? Ja gut. Aber Abpfiff erstens und zweitens, die Gegenspieler sind immer eifersüchtig auf Patrick Strobel und die werden auch immer so gerne beliebt, deshalb machen sie so viele Buden gegen uns, wenn er spielt, verstehst du? Ach ja. So, anhand der Statistik sehen wir, dass der Sieg absolut in Ordnung geht. Und wir gucken uns mal die anderen Ergebnisse an. Wiedenbrück, Wuppertal, es ist so geblieben. Trier gewinnt leider. Genau wie schade. Und Essen unentschieden. Aber Essen patzt. Dito. Ja. Das heißt, wir sind an... Gib uns die Tabelle, komm. Das heißt, wir sind an Essen auch vorbei. Ja. Gib uns die Tabelle und weh, du gibst uns die Noten, dann beiß ich deinen Kopf ab. So, wenn wir uns die Noten anschauen, wir sehen... It doesn't matter, welche Noten sie haben. Gib uns die Tabelle. 10 Punkte auf Trier. Vierter. Können 7 werden. Aber man kann halt eben nur noch 12 Punkte holen. Niemals. Nee. 1, 3, 6, 9 können wir nur noch holen. Das war's. Wieso 38. Spiel auch dann? Geh mal zurück. 37. 36. Dann? Den haben wir gespielt. Und wieso steht da, wir haben 33 Spiele? Weil, ach so, weil es anders verteilt ist, ne? Das heißt, es gibt dann für jede Mannschaft also 36 Spiele. Das heißt, wir haben keine Chance mehr. Das war's. Ja, wir können maximal auf den Punkt an Trier herankommen. Trotzdem werden wir die letzten Spiele noch mit vollem Elan spielen. Ja, Platz 2 war doch nicht schlecht, oder? Was sagt denn Bruce? Oh, langer Text. We're good gestanden, viele 2-Kämpfe gewonnen und waren vorne sehr gefährlich. Michael Oldorf macht seine Sache derzeit sehr gut, aber wir haben ohnehin sehr gefährliche Stürmer. Wir haben inzwischen ein eingespieltes Team. Man hat gesehen, dass die Mannschaft funktioniert. Kratschun. Das hat die Spielstatistik. Kratschun ist dabei. Und Alter, mit 2 Toren, dann bei der 32. Der Mann ist der Goalgetter schlechthin. Unterschreibe ich so. Okay. FC Menglinghausen. Das spielen wir noch mit, oder? Henke Dom und 11. FC Menglinghausen. Mertins ist immer noch angeschlagen. Der soll mal wieder hier. Nee, das war die alte Message. Ja, also trotzdem. Thompson fällt für 3 Tage. Nee, trotzdem. Bier erreicht neue Erfahrungsstufe. Thompson für 3 Tage. Bla. Am Montag halten wir natürlich wieder an. Ach Quatsch, sei ein Rebell und mach weiter. I'm a Rebel. Ein Rebel. Wie ein Reh. Ein Reh das Bellt. Bitte. Diego Fahr. Diego verlassen bei Dortmund, lol. Geiler Transfer. Sponsorentag haben wir auch noch. Ja. Was gibt's auch? Oh, dann wird das aber sinken. Denn halt wegen keine Karten geschenkt. Ja, denn wir machen was für einen Sponsor. Haben sie sich gefreut. Ja. Scheiß Autos, ey. Auslaufende Verträge. Achtung, Bruce Dahl. Aha. 5? Sind das nicht die von der 2. Mannschaft noch, die wir nicht verlängert haben? Derzeit würde sie... Guck mal bitte auch die Verträge. Ich will mal gucken. Ich will noch mal eben sehen, wer da einen Vertrag benötigt. Ach nee, die wollten wir ja ziehen lassen, ne? Zweite Mannschaft. Genau. Haben wir gar keinen. Folgerichtig einer, denke ich mal. Ich weiß nicht, warum ich 5 zähle. Ich zähle 4. Okay, ja. Schaltgal, auf geht's zum Pokal.
Und du traust dich nicht. Du Pussy, du Pussy. Du quatschst ja, mit denen. Ja, man muss das, um Meister zu werden und aufzusteigen, muss man mit den Leuten quatschen. Ich habe jetzt gerade gequatscht, eigentlich, das war ein Training. Das muss man wirklich. Oh je. So, Abwehr. Machen wir hier Armor. Zwei. Machen wir hier Taktik allgemein. Und hier machen wir hier Trockenverfügigkeiten. Dann individuelle Spieler. Schau das mal an, machen wir hier Zack. Zack. So, jetzt starten wir den Wochenablauf. Sofort 7 Uhr Textmodus. Sofort 7 Uhr. Da riskieren wir aber was. Ach komm. Wie ist mutig, oder? Aber guck mal, ausverkauftes Haus. 10.700 Leute kommen zu dem Spiel gegen Menglinghausen. Ja. Das ist unser Revierderby. Revierderby. SC Kassel ist immer noch dabei, meine Heimatstadt. Ja, wir spielen dann gegen Kassel. Ja, dann ist eine Niederlage auch völlig okay. Mertin nimmt... nee, ganz und gar nicht. Ganz und gar nicht. Er ist wieder fit. Go. Go. Sofort brechen. Wir schaffen die nächste Runde. Yes, jetzt geht's los. Wir werden das Ding dann gewinnen. Wir werden in den Pokalfinale, in dem Pokalfinale. Wir werden in den Pokalfinale einziehen. Oh yeah, Mann. Ja, aber langsam könnte auch mal was passieren, ne? Letztes Mal haben wir viel gewonnen? 5-0 oder so? 4? Ja, auf jeden Fall hoch gewonnen, aber irgendwie sehe ich nur Chancen von Menglinghausen. Das passt mir gar nicht. Aber die stellen sich natürlich an. Es ist ein Wir-Derby. Schläft Dortmund gerade, aber jetzt kommen auch die ganzen Chancen, aber auch super Chancen, aber irgendwie... Die nutzen es nicht. Scheinbar ist der Keeper auf der Stelle oder wir versemmeln es einfach. Maybe. Also es überrascht mich jetzt schon, dass wir... Häusen gelb. Die Halbzeit ohne Tor... Trotz der sehr guten Chancen. Ja. Scheiße. Mertin jetzt, was ist los? Mit einer 4-0. Oltov mit einer 4-0. Das geht so gar nicht. Du musst mal motivieren hier. Meinka mit einer 4-0. Kretschmer, geh mal zu Kretschmer, der hat sich hier ein Lob verdient, der Mann. Nee, aber die werden sich gleich wieder Frank angucken. Nee, doch nicht. Nee, doch nicht, diesmal nicht. Schon wieder drei. Mann. Aber mal langsam das Tor kommen. Was ist los? Ich bin very enttäuscht. Hau mich hier hin, ich werde jetzt... Oltov! Oltov, yes! Bam! Oltov macht das 1-0 für Panky. Patrick spielt! Ich riskiere es, auch wenn wir jetzt verlieren werden. Also wenn jetzt das 2-0 macht, ne? Was machst du dann? Was machst du dann? Dann lasse ich uns aus. Und das war's! Etwa. Puh. Finale! Oh! Bestimmt in Berlin ist das Finale, ne? Klar. Im Olympiastadion. Würde mich mal interessieren, gegen wen es denn geht. Geh mal auf. Meinst du? Tatsache! LOL! Siehst du? Wie gesagt, wenn wir verlieren, ist das nicht schlimm. Naja, das denkst du. Am 29.05., also nach unseren ganzen Ligaspielen. Mhm. Sehr schlimm ist das, wenn wir verlieren. Diese Gurkentruppe aus Kastrop. Kastrop ist ein Big Town, fella. Ah. Big City Life. So, wir nach der Prognose des Kickers bleiben die ersten 10 Plätze unverändert. Mhm. Wir spielen unentschieden in Verl, siegen in Gladbach und spielen unentschieden in Essen. Wenn es hier ginge, würde ich gerne noch mindestens auf Platz 3, das wäre in der oberen Linie, wenigstens Relegation. Also, das wird Champions League. Ja gut, aber ich meine jetzt Aufstieg, zweite Liga zum Beispiel. Champions League! Ja, wäre natürlich Champions League, genau. Jetzt Leverkusen gegen Trier, Spitzenspiel. So, ich lasse natürlich alles so. Ich nehme die Fäden. Ja, lass das so. Guck dir mal die Moral von Oltrop an. Ja. Türkis mit Stern. Die ticken aus, weil sie im Pokalfinale sind. Mhm. So, yes, immer die Stärke an, 640. Was? Yes, Motherfucker, wir sind im Pokalfinale.
Also, ja. Machen Cut, komm. Ich mach das. Danke fürs Zuschauen. Ja, ciao, ciao.